Eigentlich bin ich entspannt, aber das kann sich vielleicht an dem Tag der tatsächlichen Amtsübergabe nochmal ändern. Hin zu Wehmut wird sich wahrscheinlich auch ändern, insbesondere im Hinblick auf meine Mitarbeiter, meine unmittelbare Umgebung. Da tut es mir besonders leid. Nicht alle können ja einfach mitgehen nach Berlin. Einige werden mitgehen, aber ich bin froh, wenn dieser Tag des Wechsels vorüber ist. Es gibt manche Stimmen, die sagen, Mensch, in dem Alter geht der ein oder andere schon längst in den Ruhestand. Sie tun sich nochmal Berlin an, ein Ministeramt. Was sind die Gründe dafür? Können Sie nicht loslassen? Ich tue mir es nicht an, sondern ich mag es mit Freude, obwohl ich vor diesem neuen Amt Respekt habe. Es ist eine große Aufgabe, eine wichtige Aufgabe. Aber ich fühle mich einfach fit und glaube, dass ich diese große Verantwortung noch erfüllen kann. Und ein Stück Sucht ist bei einem Berufspolitiker wie mir natürlich auch dabei. Sie haben gesagt, dass Bayern die Vorstufe zum Paradies ist. Jetzt ist der Markus Söder dann der Verwalter des Paradies sozusagen. Worauf muss er denn besonders aufpassen, dass es ein Paradies bleibt? Ja, dass man sich jede Woche anstrengen muss, das, was gut ist, noch besser zu machen. Nur dann bleibt es nämlich gut. Und einfach, dass er authentisch ist als Person. Und dann wird er auch Erfolg haben.